Heute geht es um Johannes den Täufer. Das Thema ist Zweifel und Gefängnisausbruch. Johannes der Täufer ist für mich einer der größten Helden der Bibel. Also ich persönlich finde ihn also einer der Superhelden. Johannes der Täufer isst wilde Heuschrecken, wilden Honig und er trägt einen Mantel aus Kamelhaaren. Warum macht er das? Weil er damit zeigt, dass er ein lebensbefürwortender Mensch ist. Weil jemand, der Kamelhaarmantel trägt, auch Elia, zeigt eigentlich, dass er das Leben bejaht, weil Kamele müssen nicht getötet werden, um deren Haare als Mantel zu tragen. Deswegen sehen wir, dass er hier so eine Art, ja, Veganer würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ein Lebensbefürworter ist. Dieser Mann ist ein Mann, der von Geburt an im Heiligen Geist erfüllt ist, verwandt ist mit Jesus Christus, die treffen sich quasi im Bauch der Mütter, er springt vor Freude und so weiter. Also Johannes der Täufer ist einer, wo man sagt, der läuft gerade. Ich meine, der tauft Jesus, dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, er sieht, wie der Heilige Geist runterkommt auf eine Taube, er sagt, ich bin nicht würdig, deine Füße zuzumachen, deine Sohlen. Also dieser Mann, der hat mit Jesus was erlebt, kennt die Jünger Jesu, hat seine eigenen Jünger, reist durch die Gegend. Und jetzt passiert Folgendes, Johannes, der von Jesus so viel weiß, der weiß, dass er der Sohn Gottes ist, dass er gesalbt ist von Gott und dass er ihn so den Weg bereitet hat, dass Jesus kommen kann und ihr predigen kann und der Messias sein kann, tauft die Menschen, führt die Taufe ein, nimmt die von der Mikwa-Taufe zur Bußtaufe des Johannes, wie wir sie kennen, die Taufe des Johannes. Also Johannes der Täufer ist ein Typ, wo man sagt, unglaublich. Und jetzt passiert Folgendes, im Angesicht des Todes fängt er offensichtlich an zu zweifeln, so wie die normale christliche Auslegung das immer wieder sagt und ich auch selber schon gepredigt habe und es jetzt hiermit widerrufe. Wir lesen nämlich Folgendes, Matthäus 11, 2 bis 6. Johannes der Täufer fragt Folgendes. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger, der hat seine eigenen Jünger, und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geh hin und berichte dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Also, Jesus antwortet ihm mit einem Text, wo man sagt, ja, das ist ganz nett. Und Johannes, der Täufer, der fragt, bist du der, der kommen soll? Also, hat er nicht in die Füße, hat er nicht getauft, hat er die Sohlen nicht. Also, versteht ihr, wir haben ja das ganze Ding, wo Johannes der Täufer immer sagt, ja, siehe, das Lamm Gottes und so weiter. Im Johannesevangelium steht ganz, ganz viel dazu. Johannes sagt ganz klar, das ist der Messias. Und jetzt sagt er im Angesicht des Todes, bist du, der da kommen soll? Okay? Da fragt man sich, zweifelt der etwa? Die meisten Ausleger würden sagen, ja, der zweifelt. Aber wenn du jetzt ganz genau anguckst, es gibt im Judentum eine sogenannte Anspielungstaktik. Darüber muss ich noch mal ein extra Video machen, das werde ich auch tun, wie man Texte anspielt. Man beispielsweise, wir kennen das ja, wenn man zum Beispiel deutsche Werbung mal zitiert. Ich gucke schon lange keinen Fernseher mehr, deswegen benutze ich alte Werbung. Wenn du zum Beispiel sagst, er kann, sie kann, und dann weißt du sofort Nissan. Oder du weißt zum Beispiel erstmal zu Penny. Oder jeden Tag etwas besser, dann weißt du sofort Rewe. Und so weiter. Also man spielt etwas an, man sagt quasi nur den Anfangssatz und man weiß sofort, was danach kommt. Okay? Und im Judentum ist es so, dass die Leute Tora studiert sind, dass sie Altes Testament wirklich auswendig lernen. Dazu mache ich nochmal ein extra Video. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber was macht Johannes der Täufer hier? Er sagt zu ihm, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einem anderen warten? Wenn wir das so hören und sagen, der kommen soll, dann denken wir sofort an Genesis, wo es heißt, ich sende euch meinen Boten und er wird euch Frieden schenken. Das lesen wir in Genesis immer wieder. Und jetzt antwortet Jesus mit folgendem Vers. Er sagt, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden aufweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glücklich, selig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Warum sagt er das so? Warum antwortet Jesus ihm so kryptisch? Wenn wir jetzt aber reingehen in Jesaja 61, Vers 1, lesen wir Folgendes. Jesaja 35, 5 bis 6. Jesaja 35, 5 bis 6.
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbringen und den Strömen und den Elenden Freiheit gegeben. Und dann lesen wir weiter. Jesaja 61,1: Der Geist des Herrn, der Herrscher, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Der hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Verkerkers den Gebundenen. Also, Jesus zitiert hier eine Stelle und sagt, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und so weiter. Er zitiert Jesaja 61, Vers 1, folgende. Und dort steht aber am Vers am Ende, dass Gefangene freigeführt werden und die Kerker geöffnet werden. Und er fragt ihn, bist du der Gesandte, auf den wir kommen sollen? Und Jesaja sagt, ich werde einen senden, der wird das tun. Johannes der Täufer versucht hier mit einer Geheimbotschaft zu fragen, komme ich aus dem Gefängnis raus? Und Jesus zitiert den ganzen Jesaja-Text, aber den Text mit den Gefangenen lässt er komplett aus. Er sagt zu ihm, ja, ich bin der, aber du bleibst im Knast. Und danach kommt keine Reaktion mehr von Johannes dem Täufer und dann stirbt er. Und dann sagt Jesus, kein Mensch ist so groß wie von einer Frau geboren wie Johannes der Täufer, aber im Himmel wird er der Kleinste sein von allen. Und dann fragt man sich ja, warum sagt er das? Weil Johannes der Täufer der Erste ist in dem neuen Bund, der nicht die Taufe geschmeckt hat. Er hat die Taufe gegeben, hat aber selbst die Neuschöpfung der Taufe nicht bekommen und deswegen ist er nicht der Größte. Und hier sehen wir, Johannes versucht mit Jesaja 61, Vers 1 eine Anspielung zu machen. Und das ist ganz interessant. Ich sage es nochmal langsam. Der Geist des Herrn, des Herrscher, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers der Gebundenen. Und er fragt ihn, bist du der Gesandte oder soll er auf einen anderen warten? Und er sagt ihm, ich habe alles mache ich, ich mache Aussätzige rein, Taube werden hören, Tote werden auferweckt, und das Vergeben wird verkündigt, aber vom Gefängnisöffnung, Kerkeröffnung und Befreiung aus dem Kerker sagt Jesus nichts. Und so ist es kein Zweifel, sondern eine Geheimbotschaft an den Römern vorbei, ob Johannes der Täufer rauskommt oder den Tod schmecken muss. Auf Wiedersehen.